Und heute gibt es eine neue Folge Phoenix. Wir haben letztes Mal Flo eine kleine, aber feine Falle gestellt. Viele von euch haben gesagt, ey Ronja, das Redstone-Zeug funktioniert doch gar nicht. Es ist auch nicht komplett explodiert, das ganze TNT. Ich gebe es zu. Wir haben übrigens jetzt hier ein schickes Fanart. Vielen, vielen Dank dafür. Mir wurde relativ viel zugeschickt. Ich fand das ganz cool, weil das auch so selber gemalt war. Ich meine, die Tablet-Sachen oder, ich weiß nicht, Zeichentablets sind es, glaube ich, sind auch echt cool teilweise, aber... Ich muss sagen, der Vogel ist echt gut geworden, beziehungsweise der Phönix. Also, good job. nein, aber ich finde das cool, dass man das einfach machen kann. Und das ist so, was zur Hölle? Okay, das war mal geordnet. Das war mal ordentlich. Wieso? Warum? Wieso? Okay, zum Glück gibt es eine Sort-Funktion, ansonsten wäre ich hier ganz schön aufgeschmissen. Irgendjemand hat wohl meine Kiste durcheinander gebracht. Das ist ja auch schön. Das ist, ich meine, hat auch viel Schönes. Kann ich nur sagen. Wir machen mal die Schalkerbox leer und räumen den ganzen Kram in die Kiste, weil die Schalkerbox kann ich ja sonst auch mitnehmen. Vielleicht. Mal gucken. Ich finde die immer ein bisschen unpraktisch, aber ich nehme sie mal mit, weil schadet ja nicht. Wir haben verschiedenen Kram. Und zwar, wir haben jetzt ein neues Haus. Ich weiß, man hat in Flo's Folge schon ein bisschen was gesehen. Aber das ist nicht schlimm, ich habe nämlich noch ein bisschen mehr gebaut, als man bei ihm gesehen hat. Das heißt, ihr seht schon noch ein bisschen neuen Kram. Ich versuche hier nur ein bisschen die Sachen in meine Kisten zu sortieren. Ich habe hier nämlich ein System, entgegen der vermutlich landläufig bekannten Meinung. Ich will hier so ein bisschen Stein, Dirt, Holz, so Standardbaumaterialien drin haben. In dem anderen möchte ich meine Baumhausmaterialien, also die ganzen Blätter. Ich habe hier auch ein paar Saplings abgefarmt. Hier kommt dann so ein bisschen Armor-Material rein, hier Wertgegenstände und dann wird das schön. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden, dass ich da so eine wunderbare Ordnung habe. Ja, also es gibt halt so ein paar Sachen, die gehören nirgendwo so richtig hin, aber hey, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich habe hier meinen Bogen und mein Diamantschwert bereits enchanted. Meine Pickaxe noch nicht, das können wir gleich machen. Ich habe hier meinen Enchanted-Bog und ja... Bin ganz zufrieden, alles in allem. Ich habe gehört, ich habe vor Flo ein Enchantment-Table gehabt. Ich habe auch eine Folge aufgenommen eigentlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen mad. Ich habe eine Folge aufgenommen, wo ich den Kram baue und nur man ein bisschen sieht, naja, wo ich, was ich tue, was ich enchante, wie so der Plan ist. So, jetzt haben wir das Schwert nochmal. Verbunden hier mit dem Buch. Ich weiß nicht genau, wie man es sonst nennen soll. Ich nenne es immer verbunden, okay? Es tut mir leid. Aber das Schwert macht unglaublich, unglaublich viel Schaden jetzt. Also glaubt mir, es macht wirklich, wirklich viel Schaden. Das ist nicht mehr feierlich. ja. Naja. Pickaxe machen wir jetzt auch noch. Glaube ich. Nee, den Bogen. Bogen. Der Bogen ist ja schon enchanted. Das heißt, wir können den noch upgraden. Theoretisch. Jedenfalls. Ich bin mir nicht sicher. Gehe ich auf... Okay. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt erstmal hoch. Ich könnte hier alles enchanten, was ich wollte. By the way, hier habe ich ja mein Ladder-Ding schon hoch. Das heißt, ich weiß nicht, was ich als nächstes hoch machen möchte. Und ich habe ein paar Quests gemacht. Wie hier zum Beispiel, erreiche Level 15 M-Skill. Was ich ja mit der Leiter erreicht habe. Das heißt, das kann ich machen. Ein Dungeon habe ich gefunden. Und was haben wir noch? Töte einen Mitspieler mit einer Falle. Erfolgreich, würde ich sagen. Handle mit beiden anderen Spielern. Das habe ich jetzt noch nicht. Das können wir noch machen. Claim and Chunk. Das weiß ich nicht genau, wie es geht. Zombies sind wir dran. Da fehlen uns nur noch wenige. Das Online Picture Frame können wir jetzt abhaken. Das haben wir gemacht. Das sieht schön aus, oder? So, dann kommt noch der Kram hier rein. Ich meine, ich glaube, ansonsten haben wir nicht wirklich... Kram zum Abhaken. Was brauchen wir hierfür noch? Da haben wir noch nicht alles. Ich gucke immer mal wieder in meine Quests rein. Wir wollen die Quests hier als erstes abschließen, richtig? Hier ist mein Bett. Hier ist mein Pool. Ich weiß nicht, ob ihr das alles schon gesehen habt, wenn ihr Flo's Folge gesehen habt. Vermutlich. Aber hier ist mein oberstes Stockwerk. Und wenn man hier die kleine Treppe hochgeht, kommt man hoch in meinen Enchanting-Raum. Warum ist denn die Tür auf? Und da kann man dann halt... Naja. Den Kram aus der XP-Bank rausnehmen, zum Beispiel. Ich habe, falls ihr euch fragt, warum zur Hölle... warum zur Hölle hast du so viel XP? Ich hatte diese Books of Experience, oder wie die hießen. Keine Ahnung. Und die haben 10 Level gebracht.
Und ich habe mir halt gedacht, ich warte einen Moment, bis ich halt irgendwie Level 30 bin, damit sich das auch lohnt, weil das ja exponentiell hochgeht, wie viel XP man braucht, um einen Level hochzukommen. Deswegen habe ich ziemlich, ziemlich viele Punkte gekriegt. Dafür, dass ich dann irgendwie von 30 auf 50 bin. Ich hatte, wie gesagt, zwei von den Dingern. Moment, ich wollte eigentlich den Geheimgang finden. Ich habe einen Geheimgang. Lass uns erstmal ein bisschen auf das Latzen üben. Wenn wir eh schon hier sind, dann können wir das auch tun. So. Oh, genau. Hier haben wir eine kleine Melonenfarm. Hier habe ich die Kristalle eingebaut, die ich aus dieser Kristallhöhle gefunden habe. Dann nehme ich ein paar Melonen mit, damit ich, falls ich hungrig werde, zwischendurch was zu snacken habe. Ich weiß nicht, wie es euch gefällt. Ich wusste nicht genau, was ich anbauen soll. Ich habe gedacht, Melonen sind eigentlich ganz praktisch, weil die halt, da baust du eine Melone ab und hast 50 Stück von diesen Dingern. Und es ist einfach, es lohnt sich halt einfach. Das heißt, ich habe geschwankt zwischen Kartoffeln und Melonen. Und dann habe ich gedacht, ja, die Melonen sind zwar nervig, weil du immer relativ viele Melonen essen musst, damit du Hungerkeulen hochkriegst. Aber ich habe just momentan den Eindruck, dass ich eh die ganze Zeit nur am Futtern bin. Das heißt, das ist schon okay. Dann bauen wir hier nämlich ein bisschen was ab. Das ist alles gewachsen. Wie gefällt euch, dass ich die Kristalle hier reingebaut habe? Ich war mir ein bisschen unsicher, ob ich einfach alles in diesem Regenbogenstil machen soll, mit den Blättern von dem Baum. Aber die Kristalle sind ja auch rosa und blau. Das heißt, es wäre ja immer noch regenbogenfarbig. Was richtig cool wäre, wäre, wenn ich noch so gelbe Kristalle hätte für die Rückseite, wo die Kiste hier ist. Das wäre nicht schlecht. Jetzt habe ich doch wieder alle. Egal. Ich habe ja noch Kartoffeln. Ich habe ja noch Kartoffeln. So, jetzt lasst mich kurz einmal zeigen, was ich eigentlich zeigen wollte. Und zwar der Enchantment Table. Wir haben ja unsere Pickaxe noch, mit der wir ja auch den Enchantment Table erst möglich gemacht haben. Die können wir ja mal mit ein bisschen, genau, ein bisschen Lapislazuli upgraden. Und dann haben wir jetzt einen guten Bogen, ein gutes Schwert und eine gute Pickaxe. Kann mich nicht beklagen. So, und jetzt lasst mich euch den Geheimgang zeigen, okay? Achtung, aufgepasst. Und zwar, wenn man... Nee. Ich muss sagen... ich will immer was machen und dann fallen mir andere Sachen ein, so, oh ja, aber auf dem Weg gehe ich noch schnell vorbei beim Tisch und es macht kaum was aus. Wir zeigen hier, das ist der Geheimgang. Den findet man nicht. Den hat Flo nicht gefunden. Da bin ich sehr froh. Das heißt, er konnte wenigstens nichts zeigen. Moment. Lass mich kurz was demonstrieren. Ihr geht hier rein. Ja, schick. Schick, schick. Das ist gegenüber von der Treppe. Und lasst mich mal ganz kurz was nachschauen. Farmer. Genau, Farmer können wir nämlich abhaken wegen der Melonenfarm. Richtig, seht ihr das? Wir haben eine Farm. Ich weiß nicht, ob damit eine Tierfarm oder eine Dingsfarm gemeint ist. Wir brauchen auch noch drei NPC-Dörfer und wir müssen einen Drachen finden. Das heißt, das ist die Mission für folgende Quests und wir müssen eine 25-Minuten-Folge machen. Alles klar. Ich versuche das alles in dieser Folge reinzukriegen, okay? Wir sind dabei. 25 Minuten und Villager-Dörfer sind nicht so schwer zu finden. Die Pharma-Quest können wir schon mal claimen. So, jetzt. Der Geheimgang, ha? hab ich dir was erzählt? Ich habe hier schon mal ein Minecart mir geschnappt. Denn das hier ist meine kleine, aber feine Geheimausgangssituation. Man muss den Schalter umlegen, weil sonst landet man im Nix. Das ist eine Mechanik, um die Leute davon abzuhalten, einfach Krams zu machen. Aber dann ist man hier unten. Yay! Man muss halt das Minecart jedes Mal abbauen und mitnehmen. Und man braucht halt das Minecart, sonst funktioniert der Quatsch nicht. Aber, ja. Ich fand's ganz lustig. Ich war, ich war gehypt, weil ich hätte gerne eine unterirdische Mine, wo ich einfach so reingehen kann. Das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich nice. So. Ja, ich wollte einfach gerne in eine Mine kommen, ohne irgendwie durch die Gegend latschen zu müssen. Und Flo und Tops wissen davon nichts, okay? Das ist geheim. Bitte erzählt denen das nicht. Oh, mein Gott. Es geht schon wieder los. Jedes Mal. Genau, mein Bogen schießt jetzt Feuer. Bam! Ha, ha. Denkt ihr? Ich, also keine Ahnung. Ich nehme nicht mal Schaden. Seht ihr das? Die können mir gar nichts. Ich habe halt auch, ich bin halt auch wirklich voller Rüstung. Meine Pfeile machen unglaublich viel Schaden. Sie schießen Feuer. Mein Diamantschwert macht unglaublich. Also, oh. Ungesunde Menge an Schaden, wenn man das mal so nennen will. Das Problem ist halt, die Dinger, wenn die auf dich zurennen, dann zünden die dich halt auch an. Ja gut, das ist halt unglücklich gelaufen. Ich bin auch nicht so feuerbeständig wie Flo, der ja irgendwie 5 Stunden in dieser Lava saß.
und da keine Probleme mit hatte, aber hey. So tanky bin ich leider noch nicht. Aber wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Wir sind jetzt erstmal auf Schaden gegangen, weil. Upsi, Daisy. Was war das denn? Hallo, Team? Der Oktopus denkt sich auch, nö, ich will nicht mehr im Wasser sein. Ich gehe jetzt raus. So, wir bauen das hier wieder zu, bevor hier noch weitere Dinge geschehen. Increased Range, Damage dealt. Okay, das machen wir mal. Das heißt, unser Damage geht hoch. Ich meine, wer sagt nein zu mehr Damage? Ich ganz sicher nicht. Wir müssen hier weiter mal gucken, ob hier irgendwelche Viecher sind, weil irgendwie sind Monster überall im Moment. Baue einem Mitspieler einen Troll. Das müssen wir, glaube ich, noch machen, weil wir haben ja nur eine Falle gebaut. Kein Troll. Da überlege ich noch, was ich bauen könnte und wem ich was bauen könnte, weil ich will den armen Flo jetzt nicht so quälen. Das heißt, wir müssten uns wahrscheinlich mal was für Tops überlegen. Aber da bin ich noch nicht ganz sicher, was und wie und wo und wann. Und ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal eine Quest. Und diese Quest ist: Finde einen Drachen. So, wir gucken jetzt mal hier in dem Villager-Dorf, was die uns da so dagelassen haben. Armor Stand? Crafting Table, ein paar Federn. Ja, da bediene ich mich. Also, da sehe ich mich auch. Vielen, vielen Dank gehen. Ja, Grüße gehen raus. Dankeschön dafür. Dann schauen wir mal. Was bietest du mir an, lieber Herr Witch-Doktor? Du möchtest mir nur Kram verkaufen. Vielen Dank, ich lehne ab. Dann schauen wir mal. Ein Pegasus. Warte, reitet der auf dem Pegasus? Ich meine. Was möchte mir Mathilda denn geben? Mathilda möchte. Die geben mir alle nur Krams. Also, was will ich denn mit gebackenem Fisch? Ich bitte euch. Aber seht ihr, wie viel Schaden dieses Schwert macht? Es ist nicht mehr feierlich. So, wir gehen jetzt hier mal kurz in die Mine. Wir haben, glaube ich, keine Fackeln dabei. Das heißt, ich würde mich ungern so sehr ins Dunkle begeben, damit ihr auch noch was seht später. Aber die Creeper, also die Creeper kommen immer aus dem Nix. Ich bin ganz ehrlich, die Creeper kommen aus dem Nix. Die ploppen vor dir auf, als wären die da gerade gespawnt. Und dann werden die direkt wieder unsichtbar. Es ist. Falls ihr die Geister-Trolling-Folge gesehen habt, es ist genau das Gleiche. Es ist genau das Gleiche. Falls ihr sie nicht gesehen habt, dann blende ich euch die mal oben ein. Guckt die euch unbedingt an, das ist super witzig. So, wir gehen jetzt hier mal weiter. Okay, folgender Plan. Wir wollen als erste Person in Phoenix einen Drachen finden. Wir wollen als erste Person in Phoenix einen Drachen töten. Und ich meine, würde ich sagen, wir wollen nicht gewinnen, dann würde ich lügen, ja? Also, ich weiß, es ist theoretisch nicht allzu kompetitiv, das Ganze hier, sagen jedenfalls die Jungs. Aber das ist einfach nur, weil sie nicht gewinnen wollen. Ja, oder weil sie eingesehen haben, dass sie einfach keine Chance haben. Stirbhühnchen. Oh, wir müssen auch noch ein paar Schafe killen. Haha. Also einfach nur, weil sie den Sieg noch nicht in der Tasche sehen, so wie ich. So, wir müssen drei. Sorry, wir müssen 15 Schafe töten, haben 3 getötet. Ich meine, wir hätten schon mal mehr gehabt und die Quest ist leider irgendwie auf Null gesprungen, irgendwann. Ich weiß nicht genau warum, aber so ist es. Was haben wir denn hier? Oh, wir haben diese Hexikalblumen oder was ist es? Das ist super, super gut. Wir brauchen 4 davon. Glaube ich. Und dann können wir irgendwas damit machen. Wir können. Ich glaube, damit kann man die Diamond-Schwerter noch mehr verbessern. Und das wäre. Was ist das? Das ist ein halbes. Das ist irgendwie so ein halbes Villager-Haus. Ich bin auf der Spur des Drachen, ja? Ich sag euch, hier war ein Drache. Ein halbes Villager-Haus, ha? Huh? Kommt es einfach so? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich sage, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Wir haben hier auf jeden Fall einen Drachen am Werk, der einfach alles zerstört. Das ist meine große Vermutung. Das heißt, wir folgen jetzt hier den Spuren. Ja, wie die wahren Profis, die wir nun mal sind. Und gucken mal, was es hier so gibt. Ich meine, das kann ja auch nicht sein. Nee, das ist. Ich bin ein bisschen unsicher, was das hier sein soll. Vielleicht ist es kein Drache, vielleicht schon. Wir werden einen Drachen finden. Fakt. Vor den Jungs. Fakt. Und wir werden ihn töten. Mit meinem Diamantschwert. Hallo Villager. War ein Drache in deinem Dorf? Wie geht es dir? Hast du Kram zu verkaufen? Nein. So, ab geht's in die Skelettemine. Nein, Spinnen. Sorry, Spinnen meinte ich. Spinnen. Ich will eigentlich im Hellen bleiben. Damit ich hier auch
sehe, mit was ich kämpfe und nicht die Situation mit dem Creeper habe, die ganze Zeit. Das ist, wir gehen da mal lieber nicht rein, weil da waren schon wieder zu viele Vieh. Ah, oh, das ist ja niedlich. Habt ihr das gesehen? Ach, guckt mal, das sind Babykleine. Schweine. Das große Schwein ist schwarz, aber die Babyschweine sind ganz niedlich und klein und süß. Und das große Schwein sieht aus, als wäre einfach die Farbe nicht richtig geladen. Aber hey, daran wird es bestimmt nicht liegen. Wink, wink. So, lass uns mal weiter gucken. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier Hirsche. Wir haben hier, ja, Pilze. Irgendjemand grummelt mich hier schon wieder an. Hallo, Mister. Wo sind Sie? Zeigen Sie sich. Was ist denn das? Kommt das aus dem Wasser? Wo kommt denn dieses Geräusch her? Sind das einfach nur Zombie-Geräusche? Ich sehe hier nichts. Seht ihr hier was? Ich finde das super cool, dass man die Hühnchen und die Schafe einfach mit einem Schlag tötet. Hier, das ist nur... Das sind einfach ganz normale Dorfbewohner. Wieso kommt denn dieses Geräusch immer zu? Naja, wie dem auch sei. Die haben alle nichts zu traden. Ich finde hier ein Villager-Dorf noch am nächsten. Ich sag, wir können gleich die Quest claimen. Mit dem finde drei Villager-Dörfer. Das ist eins nach dem nächsten. Wir wandern hier durch die Gegend wie wahre Abenteurer. Was haben die denn alles? Keep at it. Gather Rotten Flesh. Okay, das sind so kleine Mini-Quests, die man bei den Villagern scheinbar einlösen kann. Okay, interessant, interessant. Dies ist ja nicht schlecht zu wissen. Das können wir ja vielleicht auch mal machen. Schadet ja nicht, wenn wir unsere Quests schon fertig haben. So, lass uns mal kurz gucken, was hier drin stattfindet. Weil ich höre hier... Ja, hier Kampfgeräusche. Warte, ist da jemand in der Wand drin gewesen? Ey, jetzt greifst du mich an. Ich hab dich befreit. Guter Mann. Was möchtest du? Ich hab dich gerettet. Wird ihr gewittert hier? Warte. Ist das ein Drache? Lass mich kurz schauen. Das klingt wie ein Flugzeug, aber das nächste, was am Flugzeug dran ist, den Phönix, ist der Drache. Das heißt... Wir schnappen uns Item, Punkt, was auch immer. Das hat gut geladen, ha? Das heißt, wir schnappen uns die Drachensache. Wir packen hier mal ein paar Sachen in die Schalkerbox. Ich sag, das war ein Drache. Wir arbeiten hier an der... Wir finden einen Drachenquest. Ich betone es nur nochmal. Wir sind da dran. Ich verspreche es euch, Leute. Ich verspreche es euch. So. Die Schalkerbox bin ich ganz froh, dass ich die mitgenommen habe. Kann ich mich nicht beklagen? Kommt das Geld da noch rein? Zack. Komische Haselnuss oder was es ist. Das Item, was nicht lädt und die Potion. Und dann machen wir uns mal auf, um die Quelle des Geräusches zu finden. Aber was ein frecher Kerl, ha? Der ist in der Wand, ja? Wir befreien ihn aus der Wand. Und alles, was er macht, wir nehmen uns übrigens ein bisschen Quarz mit, falls ihr euch fragt. Und ja, sag mal, wie hast du denn das Quarz für deinen Pool? Wo hast du das denn her? Erstmal, das gab es in so einem Dungeon-Ding. Und voll viele von den Villager-Dörfern verbauen Quarz. Und ich finde, das sieht richtig schick aus. Willst du mich auch angreifen? Alles klar. Das ist sehr aggressive Dorfbewohner hier. Ich weiß nicht, was ich denen getan habe. Ich habe hier eigentlich den Mate von denen gerettet. Aber scheinbar haben die alle irgendwas gegen mich und haben es auf mich abgesehen. Ja, du nicht, ja? Oh, wir haben noch so eine Lapislazuli-Blume. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das kann man immer gut gebrauchen. Lapislazuli brauche ich gefühlt ständig wegen meinem Crafting-Ding. Und so, das sieht schick aus. Da sollte ich vielleicht auch mal meine Inspiration herholen. So, ihr greift mich nicht an? Hey, richtig, Ronja, ich bin... Alles klar. Er ist Leiter des lateinischen Königreiches mit 0 Kills. Was für ein Schwächling, ha? 0 Kills. Sowas. Und er hat eine Farm hinter seinem Haus, da ist nicht mal was drin. Aber ich sag euch, hier, halbe Dörfer, halbe Häuser. Ich meine, es tut mir leid, aber das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Da war doch irgendjemand hier und hat einfach alles abgesäbelt. Ich weiß nicht, wie clean Drachen Sachen verbrennen oder kaputt machen, aber irgendwas ist hier passiert, was dafür gesorgt hat, dass dieses Dorf nicht mehr ganz dasteht. Vorne waren schon Teile, da habe ich gedacht, vielleicht ist es einfach nur ein Fehler, aber wenn das ganze Dorf jetzt so ist, dann... Bezweifle ich das. Hallo, Skelett. Hallo, anderes Skelett. Ich töte euch nun. One hit. One hit. Oh mein Gott, fühlt sich das gut an. Es fühlt sich an wie Cheaten. Weil man einfach straight up nur einmal, sobald, solange man trifft halt. Das ist die Voraussetzung. Du musst halt treffen. Weil du halt einmal treffen musst und meine Sachen so gut sind, dass sie einfach die Viecher
direkt töten. Ich fühle mich gewappnet für den Kampf mit dem Drachen, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, viel stärker werde ich nicht, als ich momentan bin. Ich habe das Gefühl, ich kann mir das jetzt erlauben, hier auf die Jagd zu gehen. Vielleicht finden wir auf dem Weg auch einen Pegasus oder ein Einhorn oder irgendwas, was wir zähmen können. Irgend so eine mythische Kreatur. Das wäre ja ganz cool. Dann hätten wir nämlich auch mal was. Und ich habe überlegt, ob wir uns irgendwie gucken, ja, dass wir uns generell Tiere halten. Vielleicht ein Haustier. Mal schauen. Mal schauen. Vielleicht finden wir da ja was. Ich glaube, da habe ich gerade ein Einhorn gespottet. Und da ist noch eins. Und hier brennt was. Das heißt, wir sind tatsächlich auf der Spur des Drachen. Hallo, Einhorn. Okay, Einhörner zähmt man, indem man oft auf sie draufsteigt und wieder absteigt. Hier ist eine Kiste. Warte, was zur Hölle ist denn das? Wieso ist denn da ein Diamant drin? Warum liegen da überall... Sind das Goldblöcke? Moment. Erstmal. Was sieht mir... Goldnugget. Was? Hä, was zur Hölle? Wieso finde ich denn die ganze Zeit so Kram? Okay. Was? Seht ihr das? Seht ihr, wie viele Kisten da rumstehen? Warte, in den Kisten ist bestimmt auch noch mehr Kram drin. Lass mich mal reingucken. Ja, okay, Eisenschwert ist jetzt... Aber da ist auch noch Eisen drin. Ich weiß nicht, was die Manuskripte machen, wofür die gut sind. Warum finde ich denn die ganze Zeit so viel Kram? Ich weiß es nicht. Ah, das ist halt alles so Kram, den braucht man nicht wirklich. Oh, noch mehr Goldnuggets. Oh mein Gott, wenn ich hier fertig bin mit Looten. Bestiary, Ice and Fire. Okay. Machen wir. Wenn ich hier fertig bin mit Looten, ich sage euch. Tops und Flo werden Augen machen. Was? Also, ich kann mich nicht beklagen. Ich kann mich nicht beklagen. Das ist doch alles sehr schön und gut. Aber hier brennt es. Das heißt, wir sind tatsächlich auf der Spur des Drachen. Das mit dem Dorf war kein Zufall. Ich meine, Drachen zünden Sachen an, richtig? Wir sind dabei. Wir sind dabei. Ich will hier nicht verbrennen. Obwohl, ich glaube, so viel Schaden würde ich gar nicht kriegen. Und es lässt sich ja alles auch echt schnell abbauen wegen Spitzhacken-Power. Ich bin ganz froh übrigens, dass ich... Jetzt, wo ich die ganze Asche sehe, erinnert es mich irgendwie an mein schönes Aschhaus, was irgendwie in den ersten paar Folgen so richtig so eine Sache war, wo ich mir gedacht habe, oh, das ist aber was Feines. Da freue ich mich drüber. Ich nehme hier einfach alles mal mit. Ich loote ein bisschen. Da freue ich mich drüber. So was Schönes. Und rückblickend, da ist noch mehr Obsidian. Nice. Also einfach eine Sache, wo man sich denkt, ha, das ist natürlich auch schön. So, da kann ich mir diese Pile of Golds hier mit craften. Ich weiß nicht, was ich damit noch machen kann. Wahrscheinlich die großen Piles of Gold. Oh, ich kann... Okay. Ich kann diese ganz normalen Goldbarren damit machen. Dann machen wir das mal, weil ich glaube, mit den Nuggets kann man sonst nicht so viel anfangen. Schau, oh nein, das ist ja richtig witzig. Das wird weniger, ha? Schick. Das ist doch aber eine feine Sache. So, 19 Goldbarren. Das ist gar nicht schlecht. Wir brauchen tatsächlich eh viel Gold, weil wir ja später, wir haben ja diese kleine Minecart-Bahn, ja, die wollen wir erweitern. Man braucht ja selbstfahrende Schienen, damit man auch bergauf kann und das Ganze so ein bisschen mehr, naja, mehr ist, als wir fallen einfach runter und fahren 5 Meter. Das ist ja auch langweilig, hier sind ein Haufen Pilztusen. Deswegen braucht man da, glaube ich, Goldbahn als Bestandteile, damit man ordentliche Schienen bauen kann. Und dann trifft sich das natürlich ganz gut, dass wir hier gerade ein bisschen was looten können. Wir craften hier nochmal kurz. Das ist nicht schlecht, dass wir diesen Crafting-Table gefunden haben. Nice. So, zack, zack, zack. Das ist leider zwar ein bisschen ineffizient, was wir hier treiben, aber 26 haben wir. Coolio. Die Schalker-Box ist natürlich auch praktisch. Die blöden Schwerter nehmen so viel Platz weg. Seht ihr das? Diese doofen Schwerter. Die haben keinen Platz mehr. Also ein bisschen Platz haben wir noch. Aber mein Inventar ist es einfach so voll. Wir nehmen jetzt hier mal die Crafting-Table wieder mit. Den können wir gut gebrauchen. Und dann schauen wir mal, ob wir hier mit dem Gras irgendwas... Nee, okay. So. Lasst mich mal kurz was testen. Nein, die Bäume fallen nicht. Okay, das war eine Theorie von mir, okay? Ich wollte wissen, ob die Bäume fallen. Wenn man die abgebrannt hat. Deswegen war meine ursprüngliche Annahme, dass die Aschesachen richtig, richtig gut sind. Nämlich auch
generell erst da, weil ich gedacht habe, oh, du kannst irgendwie relativ viel Kram machen und Asche ist nicht davon betroffen. Irgendwie, die brennt halt nicht. Und es passiert halt auch nicht wirklich was damit. Du kannst sie abbauen, es ist egal für die restliche Asche. Man kann halt kein Dach bauen. Und ich muss sagen, das Regenbogenhaus, was wir jetzt haben, ist mir schon einiges. Ich habe jetzt keine Lust, den blöden Crafting-Table nochmal auszupacken und hier nochmal meine Goldbahn rauszumachen. Das mache ich zu Hause. So. Hallo, Lady, die mich letztes Mal angegriffen hat. Einfach so, ohne Grund. Pff, Frechheit. Okay. Wir suchen weiterhin unser fliegendes Monstervieh. Und wir haben hier, genau, unser Einhorn. Hallo, Einhorni. Wie wir auch immer es nennen werden. Die freuen sich, wenn man sich auf sie setzt, okay? Das ist jedenfalls, was mir gesagt wurde. Du musst dich oft auf ein Einhorn setzen, um es zu zähmen. Wir zähmen uns jetzt ein Einhorn. Wir nennen es, wie nennen wir das? Wir nennen es... Gott, es rennt die ganze Zeit weg. Ey, renn mal nicht weg. Mister oder Lady oder wie auch immer. Falls ihr Ideen habt, ja! Best Friends Forever. Mein Einhorn und ich, wir sind so. Falls ihr einen guten Namen habt für Einhorni das Einhorn, der besser ist als Einhorni. Magical Horse Inventory. Ja, das ist doch ein Träumchen. Ich meine, wir haben zu Hause eine Diamant-Pferderüstung liegen in der Kiste. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir so eine Pferderüstung haben. Tja, mein Pferdchen und ich, wir sind beste Freunde. Also mein Einhorn und ich, wir sind beste Freunde. Und, ja, cool, ha? Huh? Habt ihr ein Einhorn? Ich habe erst ein Einhorn. Wir haben zwar noch keinen Drachen, aber wir haben ein Einhorn. Ich würde sagen, das ist auch was wert. So, Della. Dann gucken wir nämlich mal. Das sind Pilztusen, die zu Zentauren geworden sind. Auch interessant. Sind sie bei Pilztusen? Das sind ja, glaube ich, einfach nur so Waldzwergs. Frag mich was. Menschen. Keine Ahnung, wie man die jetzt... Ich kenne die ganzen richtigen Bezeichnungen dafür nicht. Ich spiele ja noch nicht so lange Minecraft. Deswegen kann ich zwar irgendwann die Sachen wie so ein bisschen kämpfen und so Enchantment und sowas kann man sich ja kurz im Internet anlesen, damit man weiß, was man da tun soll. Aber ja. Okay, Erkunder, die drei Dörfer haben wir gefunden. Ich meine, das habt ihr alle gesehen. Wir sind von Dorf zu Dorf zu Dorf gerannt. Das heißt, das können wir claimen. Ich muss immer noch einen blöden Geldbeutel machen. Das waren ja drei. Selbst, also, ja, das waren drei. Ansonsten, Drachen haben wir leider noch nicht gefunden, aber bin ich dran? Gucken wir mal hier hoch. Uffala, was haben die denn da für eine Leiter gebaut? Villager, ha? Verrückte Vögel. So, dann lass uns mal schauen. Hier haben wir eigentlich einen ganz guten Aussichtspunkt. So, okay. Hier ist einfach nur Dorf, 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 Dorf. Und dann haben wir hier nichts mehr. Kann ich hier ins Wasser springen? Nee. Aber aufs Dach. Aufs Dach springen ist auch schön. Was kämpft ihr denn da schon wieder? Das sind einfach... Was machen die denn da? Was sind denn das für Krieger? Also was wird denn das, wenn es fertig ist? Was hacken die denn da ab? Die ersticken dann ein? Guck mal, der Kleine. Was... Die können denn... Hallo? Was machen die denn mit dem Kleinen? Was ist das? Das ist Mobbing hier. Halt! Stopp! Wir retten jetzt den Kleinen. Das kann ja auch nicht angehen. Hör doch mal auf jetzt. Lass doch den Kleinen hier mal raus. Der will hier nicht sterben. Der kommt schon raus. Der hat das. Ich glaube, der war relativ weit vorne. Ich wollte ihm jetzt nicht den Weg absperren. Der ist dabei, okay? Der kommt hier raus. Ja, Kleiner. Du hast es geschafft. Gute Arbeit. Wenn er mich jetzt auch angreift, dann werde ich wütend. Also, letztes Mal, als ich jemanden versucht habe zu retten, die Villager, die wollen sich die ganze Zeit selber umbringen, aus irgendeinem Grund. Aber den letzten, den ich befreit habe, der wollte mich dann töten. Also, hey. I don't know. Naja, jedenfalls, ich glaube, hier die ganzen Häuser sind einfach alle leer. Letztes Mal habe ich wenigstens in den Truhen was looten können. Aber hier sieht es nicht... Oh mein Gott, sieht das schick aus! Seht ihr das? Das ist so eine Art Tunnel-Schlucht-Geschichte. Das ist ja cool. Was gibst du mir? Ich habe Emeralds. 4. Möchtest du mit mir traden? Schere! Eine Schere für 4 Emeralds! Ja, ich glaube auch. 4 Brot. Ja, ja. Ja, ja! Ich denke nicht. Ich denke nicht. Das Lammfleisch können wir leider nicht aufheben. Ich habe nämlich mein Inventar voll. Mal wieder.
Ich sollte irgendwie eine zweite Schalker-Box holen. Damit mein Inventar nicht immer so voll ist. Ich esse jetzt demonstrativ eine Kartoffel. Einfach nur, um zu zeigen, dass mir ihr blödes Brot geschenkt bleiben kann. So, und zwar hier, Möhren. Ich habe gehört, ebenfalls. Ich sage oft, ich habe gehört, aber ich hab mir so ein paar Sachen angeschaut, ja, damit ich informiert bin. Ich habe gehört, Pferdchen mögen gerne Möhren. Und wir können hier ja mal gucken, ob das stimmt und ob wir da unserem Freund, dem Einhorn, einen kleinen Gefallen tun können. Dann bringen wir dem nämlich auch mal was mit von unseren Abenteuerreisen. Da ist noch eine Lapislazuli-Blume oder wie auch immer man die. Wie heißt die richtig? Ich habe keine Ahnung. Wo war denn mein Einhorn? In welche Richtung? Ich wiederhole: Orientierungssinn von einem Goldfisch. Blub, blub. So, hier ist ein Schweinchen. Hier ist der Baum. Ich weiß nicht mal mehr, wo diese coole Schlucht ist, die ich euch vor 5 Sekunden gezeigt habe. Oh ja, hier ist das brennende Haus. Das heißt, hier ist mein Freund, das Einhorn. Hallo, Einhorn! Wie geht es dir? Möchtest du ein Möhrchen? Rom, jom, jom. Oh, guck mal, man sieht den Einhornhunger. Ist ein Möhrchen. Hier. Er will nicht. Er war wahrscheinlich satt. Man muss ihn ja nicht zwingen, ein Möhrchen zu essen, wenn er keinen Hunger hat. Das war's dann aber auch wieder für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da. Ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.